Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück in Splatoon 2 im Story-Modus. Wir sind hier mittlerweile in Zone 2 und müssen dementsprechend eigentlich zu Level 5. Werde ich mich ein bisschen direkt dorthin porten. Und ja, doch mal wieder mit Facecam. Ja, vielleicht bestimmte Emotionen oder so, wie auch immer, wie ich es im letzten Part erwähnt habe. Naja, egal. Machen wir es einfach. Hier war der Level 5 Surfen im Octopark und bekommen wieder eine zufällige Waffe von Archie. Bin mal gespannt, was er uns diesmal gibt. Im letzten Level war es der Roller, beziehungsweise der Carbon-Roller, weil er sich so gespielt hat. Und diesmal bekommen wir den Heldendoppler. Nimm bitte das hier, so kannst du nützliche Daten für mich sammeln. Das sind die Heldendoppler. Drücke beim Pfeil im Lappen B, um... Was? Um zum Ausweichen zu rollen. Okay. Du kannst in jede Richtung rollen. Probier es aus. Ja, kennen wir auf jeden Fall schon. Wir müssen jetzt nicht noch detailliert noch alles erklärt bekommen. Wir wissen ja, wie man ja mit den Duo-Klecksern spielt. Weil der einzige Nachteil ist, man kann nicht springen. Außer man versucht so die ganze Zeit. Aber sonst muss man... Ja. Anstatt springen, wird halt gerollt. Ja. Du kannst zweimal hintereinander rollen. Zick, zack. Ja, das ist uns bewusst, aber trotzdem danke. Auf Surfschienen kannst du wie KZR schießen. Ja, wir wissen das schon, aber trotzdem danke. Und anscheinend gibt es dann doch bekannte Soundtracks aus dem ersten Teil. Aber momentan gefallen mir die im ersten Teil, ich weiß auch nicht warum. Auf den Surfschienen kannst du dir die Tintenfischringe schnappen. Ja klar, mach mal gerne. Nein, ich will haben, bitte. Danke. Okay. Ja, hat jetzt nicht so eine besonders gute Reichweite, aber zum Eliminieren klappt es auf jeden Fall. Noch A nach unten fahren. Alter! Geh weg! Ist ja unmöglich. Okay, hier scheint es nichts zu geben. Sieht alles gut aus. Wie gesagt, wir müssen ja alles so gut wie möglich erkunden. Ah, okay. Noch den Ring bekommen. Aber der gibt ja, glaube ich, immer nur ein Fischei. Bin mir gerade nicht... Ich hab nicht aufgepasst. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Oh Mann, fängt ja gut an. Okay. Och Mann, war das peinlich. Jetzt aber. Kein Kommentar dazu. Ja. Bitte wieder einkriegen. Dankeschön. Nee. Sowas passiert echt nur mir, habe ich so das Gefühl. Okay. Eine Surfschiene? Nichts wie drauf. Auf jeden Fall. Irgendwie fühlt man sich dann irgendwie so übelst skillig, habe ich so das Gefühl. So geht's mir irgendwie. Ja. Einfach so. So, die ganzen Kisten hier kaputt schießen. Den Octorecut ebenso. Aber schön umschauen. Wir wollen ja nichts vergessen. Aber so wie es scheint, scheint alles gut zu sein. Naja, wir wollen mal lieber auch die normalen Kisten kaputt schlagen, auch wenn da meistens oder fast nie drinne nichts drin ist. Ja, passt schon so. Nächster Checkpoint am Start. Und... Ja. Müssen wir halt alles umschauen, sonst war das nichts. Aber ich ganz oft... Lächerlich. Aber ich kann es auch sagen, wie ich will. Für mich zählen nur die Schriftrollen und die Anchovium. Alles andere ist mir egal. Außer vielleicht nach dem Story-Modus dann offscreen, wenn ich mal richtig Langeweile habe. Vielleicht mal wenigstens eine Waffe freischalten und so. Mal schauen. Naja, wie dem auch sei. Bin mal gespannt, wo hier die Schriftrolle ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als hätten wir eins von den beiden schon übersehen. Mal schauen. So wie es scheint, oder vielleicht mal hier. Hier sind viele Kisten in der Mitte. Vielleicht ist halt da schon eins von den zwei Sachen. Möglicherweise. Einfach mal nachschauen. Werden wir schon wissen. Alter. Die schießen nur einzeln und das ist schon heftig. Ich hätte gedacht, hier die etwas erweiterte Variante von denen ist schon heftig. Aber nein. Gerade mal so...
1, 2 Schuss und dann schon die komplette Ausrüstung geputscht, kaputt, komplett weg. Warte mal, ich will aber da nach hinten, damit nicht, nicht, dass da irgendwas war. So, war da was? Naja, ein Coupon, naja gut. Besser als nichts, naja. Weil ihr könnt bestimmt entweder ein Showbeam oder eine Schriftrolle sein. Oder gar nichts, nur ein Rüstungsteil. Okay. Naja, gut. Ich will nichts aber sehen. Alles in First Try, so wohlgemerkt. Hoffe ich. Weil ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwie ein Level 2 dran mal zu machen, weil ich es nicht gebacken kriege, so ein Showbeam zu finden. Und die Schrittrolle natürlich auch. Weil hier können bestimmt irgendwas sein, bitte. Okay, das Anschubium haben wir schon mal. Letzter Checkpoint. Oh, 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 oh. Ah, habe ich die Schriftrolle jetzt noch übersehen? Ich hoffe es mal lieber nicht. Ah, die könnte hier in der Kiste drin sein, ne? Okay, gut getimed. Okay. Puh. Nochmal Glück gehabt. Ich hätte es wirklich gedacht, hat. Ah, gut. Und wir haben es ja doch im First Try geschafft. Juhu. Toll, zum Glück. Scheiße. Na gut, egal. Und fertig. 6 Minuten 50. Wow. Soweit ganz okay, würde ich sagen. Aber trotzdem ging es eigentlich recht schnell. Und wir haben Schriftrolle und das Anchovium fast 2 geholt. Und das ist sehr gut, würde ich sagen. Ja. Lass mich mal in dein Waffenlogbuch schauen. Sehr gut. Mit den Daten lässt sich was anfangen. Ich bin sicher, du wirst mir noch mehr interessante Daten zu dieser Waffe liefern. Je mehr Daten ich bekomme, desto schneller landet sie in meinem Angebot. Viel Erfolg weiterhin. Heldendoppler erhalten. Neue Waffe, Heldendoppler. Drücke Plus, um die Waffe zu wechseln. Und noch einen Coupon erhalten. Wunderbar. Ich glaube für 1,5 mal Erfahrung. Ja, die bekommt man irgendwie auch häufiger an so 2,0. Okay. Nummer Schriftrolle. Ja, Nummer Schriftrolle, genau. Nummer 5 Schriftrolle. Und da steht geschrieben. Wie auch immer. Eine Anleitung zum Reichwerden von einer zwielichtigen Gestalt mit wirren Haaren. Ich habe locker 10 Millionen damit gescheffelt, in einer Seitengasse abzuhängen. Und du kannst das auch. Fällt irgendwer auf solchen Quatsch rein? Das klingt so auf dem ersten Mal, als wäre das so eine billige Teleshopping-Werbung. Okay. Ja, damit ist halt Siggi gemeint, ne? Mit X kannst du dir unsere Übersicht ansehen, was du schon erreicht hast. Ja, das ist mir bewusst. Ich muss hier noch eine Schriftrolle noch in der Overworld finden. Ach du Kacke. Aber egal, das war jetzt hier für Level 5. Dann auf geht's zu Level 6. Invasion der Octoseps. Wo wir wieder eine Waffe bekommen. Okay, bin mal gespannt, was es diesmal ist. Ich ahne Böses, aber irgendwann muss es ja auch kommen. Und? Ah, okay, scheiße. Ich könnte überhaupt nicht so gut mit Style umgehen. Ja, die Erklärung sparen wir uns wieder trotzdem. Danke, Arti, und ja. Halt, jetzt hätte er gedrückt, um die Waffe voll aufzuladen und schieße auf die Zielpunkte. Ja, schon klar. Müssen wir jetzt die Teile abschießen? Diese Kugelwilli-Fakes oder irgendwie so, wie man das auch benennen könnte. Okay, ist in Octo selbst schon klar. Muss ich die Teile ja abschießen? Was sind das überhaupt für Teile? Okay. Aber soweit, so gut. Die Octo selbst war eine Schwachstelle haben? Nein, nee, habe ich ja erst vor wenigen Sekunden herausgefunden. Ist es auch überhaupt nicht auffällig? Nein! Wo denkst du hin, Limone? Überleg weiter, vielleicht kommst du ja noch drauf. Ganz sicher. Ach. Ich wollte schon sagen, aber die haben ja keinen Springer, die haben ja hier das Teil. Weg mit dir. Aber läuft ja doch ganz gut, ne? Mit Sniper. Boah, lässt sich sehen. Ich würde aber doch gerne. Ah. Boah, ist das klar. Und da. Yo! Scheiße! Okay, war doch kein Problem. Hätte aber auch ein bisschen warten sollen. Egal. Jetzt haben wir es schon. Ne, warte mal. Ne, hier nach oben. Lest du das jetzt hier? Ich snap dich weg. Hast Nature-Kassetten? Ja.
hier weiterzukommen, erstmal hier diesen propellerartigen Teil da aktivieren. Ich versuche es erstmal so, hat geklappt. Ja, ein bisschen Skill vorhanden ist doch irgendwie, finde ich. Soweit ganz gut, aber nicht so schnell den Level beenden, sondern auch etwas mehr umschauen. Sonst sollen wir immer die Level nochmal machen und darauf habe ich halt, wie gesagt, halt keinen Bock drauf. Ich denke, dass... Wow! Okay. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Verdammt, Mann. Was mache ich hier neu? Ihr sollt ein bisschen mehr aufpassen. Und drüber. Und diesmal nicht so dumm anstellen, wenn es geht, bitte. Ja, ja, irgendwie. Ja, so in Art. Das nehme ich mal gerne mit. Weg mit dir. Da geht's wieder weiter. Wenn es geht, diesmal nicht so dämlich anstellen wie gerade eben. Das war mal wieder ein richtig lächerlicher Treffer gewesen, den ich diesmal verhindern möchte. Komm schon, du genauso. Irgendwie macht das gerade voll Fun irgendwie mit dem Sniper. Ich weiß auch nicht. Obwohl ich Sniper irgendwie nicht so richtig leiten kann. Weg. Gehst du auch mal davon? Ja, und nee, ich will mal lieber auf Nummer sicher gehen. Gut. Ah, okay. Okay. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Nein, die machen wir. Okay, oh, okay, okay, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Holy shit. Okay, okay, okay. Ich wiederhole mich zu oft bei dem Mod, okay. Aber das ist Standard. Boah, ey, was mache ich hier, ey? Okay, das Anchovy haben wir schon mal. Soweit ganz gut. Fehlt noch die Schriftrolle. Ich mach's. Ich versuch's einfach irgendwie. Wird schon schief gehen. Na? Komm schon. Perfekt. Na, ich will schon die Kiste treffen. Die Kiste treffen. Hallo. Danke. Ich dachte schon, hä? Aber hier war die Schriftrolle, ne? Die will ich mitnehmen. Die will ich mitnehmen, aber. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da nicht mehr hinkommen kann, das sein. Na, weg mit euch. Kann mich auch da leicht auch dahin zufällig. Vielleicht da! Ah, oh, nein, 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 nein. Oh, okay. Oh, verdammt. Und gebongt. Toll. Nein, ich will nicht nach oben, ich will zur Schriftrolle. Mann! Jetzt komme ich nicht zur Schriftrolle, was ist denn das für ein Scheiß? Och, come on! Wie soll ich denn da hinkommen, bitteschön? Hä? Ich schraff irgendwie gerade gar nichts. Was ist denn das für ein Mist? Wie komme ich da hin? Ach, das ist doch echt zum Kotzen, ne? Da komme ich doch, oder? Nee, nee, nee. Hey, hast du irgend so ein kleines Secret irgendwo? Ach, das ist doch jetzt richtig lächerlich. Ich kann aber auch nicht irgendwie das Ventilator irgendwie das, oder? Ist mir irgendwas gebracht? Nö, eigentlich nicht. Dann muss ich leider wieder nochmal machen. Ach man, das ist doch scheiße. Mann. Ich muss mir unbedingt einen neuen Stuhl besorgen. Ja, schön. Dann, ja. Kann ich nichts anderes als das Level hätten nochmal machen. Also, tja, geht's mal wieder in Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ah, warum gucke ich mich nicht einfach gründlich um? Es ist einfach unten drunter was. Hier. Ach man, wenn es das ist, was ich denke. So wie es aussieht, ja. Ja, ist es. Ach man, ey. Ich bin aber auch selber schuld.
Sie wählen schon die ganze Zeit immer, dass ich immer gründlich suche, aber im Endeffekt mache ich es eigentlich fast gar nicht. Auch wenn ich es wirklich versuche, so gut wie möglich. So, einfach hier hinsteppen, Schriftrolle geholt und fertig. Okay, wir sehen das gleich wieder auf der Oberwelt wieder. Da haben wir es jetzt auch endlich mal, aber na okay, gut. Und da steht da, was ist mit diesen beiden sich umarmenden geschehen? Ganz gleich, wie groß die Liebe ist, es gibt immer Unterschiede in den Zielen. Liebe kennt sehr viele Gestalten, egal zu welcher Zeit. Ja. Gut, dann machen wir. Ach man, bin ich mal wieder dämlich hier. Natürlich müssen wir zu 7. Die 6 haben wir gerade eben gemacht. Das sogar zweimal. Okay, da geht's hier weiter. Dann bekommen wir wieder was von Adi und machen hier weiter mit Level 7 Megaputz in der Seidengasse. Was bekommen wir wieder? Okay, gar nichts. Nur die normale Heldenwaffe. Wunderbar. Die müssen wir auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder erweitern. Sei vorsichtig, dass wir hier nicht. Ja. Ha! Ein Megatintenkiller. Wieso ist das so groß? Ja, darum. Hat zu viel Farbe weggelöscht. Und ist dann halt mutiert. Na, da haben wir nur diese Mini-Viecher. Ah, komm schon! Die triggern irgendwie einen, habe ich so das Gefühl, ey. Die gehen so richtig auf den Sack. Okay. Auf direktem Weg kommst du hier nicht weiter. Ja, ich muss diesen Riesenteil um meine Hilfe bitten. Um seine Hilfe bitten. Dass er uns mal weiter fortmarschiert. Ich bin ja so ein bisschen lotst, ungefähr so. Vielleicht habe ich bis jetzt irgendwas verpasst oder so zufällig. Aber vielleicht ist ja hier irgendwo unten was gewesen. Ich schaue lieber nochmal nach. Kann ja sein, aber so wie es scheint, nö. Nee, alles clean. Ja. Alles soweit ganz gut. Na, komm her. Und jetzt gehen nochmal geradeaus, bitte. Wunderbar. Oh! Okay, das war. Ja. Komm schon. Nein. Ach, verdammt. An diesen Hydrant. Ne, ist ja kein Hydrant. Egal. Das etwas reicht auch aus. Und wo sich diesmal hier die Schriftrolle befindet. Und der Sprinkler, Alter. Der Sprinkler. Boah, nee. Nächster Checkpoint. Ja. Also ich werde schon mal die Riesentintenkiller schon mal nicht mögen. Das steht schon mal fest. Manchmal ist zwar ganz okay. Und die Sprinkler auch nicht. Oh. Warum bin ich hier gerade voll getriggert? Ich weiß es auch nicht. Es ist so schlimm gerade. Ja, bin mal gespannt, was noch in den anderen Kisten hier noch drin ist. Einfach mal kurz inspizieren. Oder so ähnlich. Mhm. Nein! Boah, meine Gefresse. Ja, ist er gut? Geh weg! Geh weg! Verpiss dich! Weg! Okay, jetzt brauche ich wieder deine Hilfe. Komm. Komm. Oh! Okay. Nein, du sollst hier hinkommen. Mach die Farbe weg. Ne, warte mal. Geh erst hier hin. Okay, mache ich das halt. Wenn du halt keinen Bock hast. Dauert so ein bisschen. Oh. Komm schon. Okay, hier ist nur so eine Sardinenbüchse drin. Warte mal, das war jetzt ein richtiger dummer Fehler. Okay, war so mit mir so bescheuert. Geh dahin. Bitte. Und hier brauche ich einen Schlüssel dafür. Was ist da oben, bitteschön? Okay, nur so eine Sardinenbüchse. Okay, also brauche ich erst einen Schlüssel und so wie es aussah, ist da so ein riesen Tintenkiller drinne. Den müsste ich dann drauf und dann komme ich zum Anchovium. So,
Der ist so schnell. Wir müssen hier zum Tilseil. Ach nö, das geht auch einfach so. Easy going. Okay, müssen wir halt den halt befreien, leider. Aber gut. Schnell weg. Ja, das habe ich gemacht. Und wie komme ich jetzt drauf? Muss ich da nicht drauf oder so? Ja, wie geht's jetzt weiter? Bringt der mir überhaupt was? Na doch, eigentlich ja schon, ne? Ja, doch, der bringt schon, der bringt mir schon was. Ich muss ja da nach oben. Glaube ich. Stimmt. Oder geht das einfach so? Ne, geht auch einfach so. Ich nehme mal die Sardinenbüchse mit. Mit 10 Fischeiern. Da gibt der Level noch, ey. Der kommt da irgendwie bis jetzt irgendwie extrem lang vor, habe ich so das Gefühl. Nein, boah. Rüstungsteil. Schriftrolle. Schriftrolle. Hallo? Ja, weg mit dir. Den Schlüssel haben wir schon mal. Den müssen wir aufmachen. Kann ich auch so einfach daran. Okay, so geht's auch. Nein, geht auch. Bleib doch da. Komm hierher, bitte. Ja. Wo ist die Schriftrolle? Ach man, komm schon. Muss ich jetzt jedes Level hier zu 2-3 Mal machen oder was? Damit ich hier an die Schriftrolle mal rankomme, weil ich es nicht im ersten Versuch gebacken kriege oder wie? Ich fühle mich irgendwie verarscht. Mach keinen Scheiß. Ah, ich glaube, ich habe es schon mal wieder verpasst. Toll. Komm hierher, bitte. Bleib da. Boah, Alter. Ich raste jetzt schon jeden Moment aus, weil... Boah, das Level, ey. Das Level ist so zum Kotzen, wirklich. Alter! Jetzt bleib da! Mann! Geh da hin, ey! Langsam habe ich keinen Bock drauf, komm! Bei Fuß! Aber ich habe die Schriftrolle übersehen mal wieder. Toll! Geil, ne? Ich mach gerne ein Level 2-3 Mal, darauf stehe ich drauf, ne? Boah, ne! Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Wo ist diese Drecksrolle? Keine Ahnung. Da wollte ich ein paar Band und jetzt hier in den... Boah. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Es triggert mich gerade nur zu viel. Gut, dann mache ich den halt Level halt nochmal. Yay! Ich habe auch so viel Lust drauf, ne? Am Verzweifeln. Ich werde jetzt einfach eine extra Aufnahme machen. Das wird generell ein bisschen zu lange. Hoffentlich wird der Part nicht zu lange. Der letzte Part war schon ein bisschen zu lange. Ich glaube, dass der wird jetzt hier extra Länge haben, habe ich wieder so das Gefühl. Naja, gut, dann. Ja, dann halt wieder halt leider ein Cut kurz vor Partschluss. Und ja, wird halt jetzt ein bisschen dauern diesmal, aber naja, ihr werdet die Schriftrolle zu gesehen bekommen. Ich glaube, jetzt Anchovium habe ich aber, ne? Okay, wenigstens das. Na gut, ja, dann sehen wir uns halt gleich wieder, wenn wir die Schrittrolle haben, oder das war's? Ja. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, ne? Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Das ist jetzt nicht die Rolle, ne? Ich fühle mich... Nee. Boah, ich muss mich gerade sowas von zusammenreißen, ey. Ohne Witz. So ein richtiger Trigger-Part und ich weiß auch nicht. Das ist alles lächerlich. Vielleicht bin ich einfach nur zu dumm irgendwie gerade. Ich weiß auch nicht. Ist auch egal. Schriftrolle und ja, gut. Und ja, wir sehen uns dann auf der Overworld wieder. Ja.
So, dann den ganzen Strapazen habe ich endlich mal gebacken bekommen. Schriftrolle Nummer 7. Und da steht da: Nahezu alle Wege führen zum Inkubulusplatz und die coolen Wege sowieso. Junge Leute aus allen Meeren versammeln sich an diesem bunten Ort, um zu sehen und gesehen zu werden. Tja. Wunderbarer Abschlusssatz, mehr oder weniger. Wenn euch das Wort gefallen hat, dieser gottverschissene Trigger-Part. Und, ich will einfach nicht mehr, ey. Ich will einfach nicht mehr. Oh, Mann. Aber irgendwie will ich doch. Ich kann mich nicht entscheiden. Egal. Bis zum nächsten Mal im Splatoon-Story-Modus. Und ciao, macht's gut.